In درس 80 از مکالمه آلمانی است. Hören Sie zu. Entschuldigen Sie, dass ich so spät komme, Thomas. Aber natürlich, Jean, das macht nichts. Der Verkehr auf der Autobahn war heute sehr stark. Das kann ich mir vorstellen. Es ist besser, am Sonntag nicht auf der Autobahn zu fahren. Ja, nächstes Mal fahre ich sicher nicht auf der Autobahn. Ist bei Ihnen der Verkehr am Sonntag auch immer so stark? Nein, normalerweise nur an Feiertagen. در این درس شنیدی؟ Normalerweise nur an Feiertagen. به معنی معمولاً در تعطیلات. Hören Sie diesem Gespräch noch einmal zu. Entschuldigen Sie, dass ich so spät komme, Thomas. Aber natürlich, Jean, das macht nichts. Der Verkehr auf der Autobahn war heute sehr stark. Das kann ich mir vorstellen. Es ist besser, am Sonntag nicht auf der Autobahn zu fahren. Ja, nächstes Mal fahre ich sicher nicht auf der Autobahn. Ist bei Ihnen der Verkehr am Sonntag auch immer so stark? Nein, normalerweise nur an Feiertagen. فرض کنید به دیدن آشنایی رفته اید. Stellen Sie sich vor, Sie besuchen einen Bekannten. Wie sagt er? سلام جین، بیا تو. Guten Tag, Jean. Kommen Sie herein. نام او توماس است. به سلام او جواب بدین. Guten Tag, Thomas. Wie fragt er? دوست دارید بنشینید؟ Möchten Sie sich setzen? Möchten Sie sich setzen? خیلی متشکرم. Danke sehr. Fragen Sie Ihren Bekannten, wie es ihm geht. Wie geht es Ihnen? Wie antwortet er? خوبه، متشکرم. و شما؟ Gut, danke. Und Ihnen? Sagen Sie. بد نیستم. Es geht. Es geht. Sagen Sie, dass viel Verkehr auf der Autobahn war. Es war viel Verkehr auf der Autobahn. و همه تقریبا سریع رانندگی می کردند. Und alle sind ziemlich schnell gefahren. Und alle sind ziemlich schnell gefahren. Sagen Sie, در آمریکا من فقط 55 مایل در ساعت رانندگی می کنم. In Amerika fahre ich nur 55 Meilen pro Stunde. In Amerika fahre ich nur 55 Meilen pro Stunde. معمولاً. Wiederholen Sie. Normalerweise. Weise. Weise. Normaler. Normalerweise. Begit معمولاً. Normalerweise.
Normalerweise. Sagen Sie, معمولاً من فقط 55 مایل در ساعت رانندگی می کنم. Normalerweise fahre ich nur 55 Meilen pro Stunde. Ihr Bekannter sagt, امروز ترافیک زیادی هست. Heute ist viel Verkehr. Heute ist viel Verkehr. Fragen Sie, امروز یک روز تعطیله، نه؟ Heute ist ein Feiertag, nicht wahr? بله، یک روز تعطیل. Ja, ein Feiertag. اما ما همیشه ترافیک زیادی در آلمان داریم. Aber wir haben immer viel Verkehr in Deutschland. بخصوص در شهرها. Besonders in den Städten. Besonders in den Städten. Wie sagt Ihr Bekannter, dass er gerne mit dem Fahrrad fährt? Ich fahre gerne mit dem Fahrrad. Wie sagt man? Bodo-Charche. Mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad. Wie sagt Ihr Bekannter? Man معمولاً با دوچرخه به اداره میرم. Ich fahre normalerweise mit dem Fahrrad ins Büro. Ich fahre normalerweise mit dem Fahrrad ins Büro. In Saritere. Das ist schneller. Versuchen Sie zu sagen. Bodo-Charche, Sariteras, Bomaschine. Mit dem Fahrrad ist es schneller als mit dem Auto. Mit dem Fahrrad ist es schneller als mit dem Auto. Wie sagt er, dass er kein Auto hat? Ich habe kein Auto. Fragen Sie. شما واقعا ماشین نداری؟ Sie haben wirklich kein Auto? Er sagt. من ماشین لازم ندارم. Ich brauche kein Auto. من میدونم که یک ماشین بزرگتره. Ich weiß, dass ein Auto größer ist.
از یک دوچرخه. Als ein Fahrrad. Als ein Fahrrad. این سریع تره. Es ist schneller. اما همینطور هم گرانتر. Aber auch teurer. و من نیازی به ماشین در شهر ندارم. Und ich brauche kein Auto in der Stadt. Und ich brauche kein Auto in der Stadt. Sagen Sie, Benazerman. Ich meine. ماشین من تقریبا سریعه. Mein Auto ist ziemlich schnell. Mein Auto ist ziemlich schnell. و در اتوبان سریع میره. Es fährt schnell auf der Autobahn. و من هرگز در شهر رانندگی نمی کنم. Und ich fahre nie in der Stadt. فکر نمی کنم. Ich glaube nicht. که من یک دوچرخه لازم داشته باشم. Dass ich ein Fahrrad brauche. Dass ich ein Fahrrad brauche. فرض کنید با یک همکار صحبت میکنید که درباره به گردش رفتن حرف میزنه. اینجا عبارت به گردش رفتن رو میشنوید. Wiederholen Sie. Ausflug. Der Ausflug. بگید به گردش رفتن. Ausflug. Der Ausflug. Versuchen Sie zu sagen. Ma be yek gardesh mirim. Wir machen einen Ausflug. Einen Ausflug. Wir machen einen Ausflug. گردش جمعه آینده است. Der Ausflug ist nächsten Freitag. Nächsten Freitag. میتونید بیاید؟ Könnten Sie kommen? میتونید همراه بیاید؟ Könnten Sie mitkommen?
Sagen Sie. من خیلی دوست دارم همراه بیام. اضافه کنید. Gerne. Ich möchte gerne mitkommen. Ich möchte gerne mitkommen. اما ممکن نیست. Aber es geht nicht. Wie sagt man? Man khaham bud. Ich werde sein. Sein. Ich werde sein. Man nachahm bud. Ich werde nicht sein. Man inja nachahm bud. Ich werde nicht hier sein. Ich werde nicht hier sein. من مدت بیشتری اینجا نخواهم بود. Wiederholen Sie. Ich werde nicht mehr hier sein. Nicht mehr. Nicht mehr hier. Ich werde nicht mehr hier sein. Nicht mehr. من مدت بیشتری اینجا نخواهم بود. Ich werde nicht mehr hier sein. من جمعه آینده دیگر اینجا نخواهم بود. Ich werde nächsten Freitag nicht mehr hier sein. Ich werde nächsten Freitag nicht mehr hier sein. Wie fragt Ihr Kollege? Chera intore. Wieso? Wie sagt man? تکمیل شده یا تمام شده. Abgeschlossen. Abgeschlossen. شما میخواید بگید پروژه ما در آلمان تمام شده. Wiederholen Sie das Wort für پروژه. Projekt. 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 Das Projekt. Sagen Sie Projekt. Unser Projekt. پروژه ما در آلمان تکمیل شده. Unser Projekt in Deutschland ist abgeschlossen. Unser Projekt in Deutschland ist abgeschlossen. همکار شما تعجب میکنه. پس میگه آیا؟ آیا؟ پروژه شما از قبل تکمیل شده.
Ihr Projekt ist schon abgeschlossen? Ihr Projekt ist schon abgeschlossen? او میگه که این رو نمیدونسته. Wiederholen Sie. Das habe ich nicht gewusst. 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 Ich habe gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Wie sagt man? Man, midunestam. Ich habe gewusst. Begit, man, nemidunestam. Ich habe nicht gewusst. بگید این رو نمیدونستم. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Sagen Sie در روز پنجشنبه. Am Donnerstag. پنج شنبه بعدی. Nächsten Donnerstag. Wie sagt man? من پرواز خواهم کرد. Ich werde fliegen. Ich werde fliegen. Be Kanada. Wiederholen Sie. Nach Kanada. Nach Kanada. Begit Kanada. Kanada. Das Kanada. Sagen Sie, پنجشنبه بعدی به کانادا پرواز میکنم. Nächsten Donnerstag werde ich nach Kanada fliegen. Nächsten Donnerstag werde ich nach Kanada fliegen. Wie sagt Ihr Kollege? Ah, Kentor. Ah ja? B, Kanada. Nach Kanada. من اینو نمیدونستم. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Sagen Sie. من هم همینطور. بگید من هم نه. Ich auch nicht. Ich auch nicht. میخواید بگید که این رو دیروز به من گفتن. Wiederholen Sie. Man hat es mir gestern gesagt. Gesagt. Es mir gesagt.
Man hat es mir gesagt. Man hat es mir gestern gesagt. Begit, به من گفته شد. Man hat es mir gesagt. به من دیروز گفته شد. Man hat es mir gestern gesagt. Man hat es mir gestern gesagt. Taze diruz. Wiederholen Sie. Erst gestern. Erst. Erst. Erst gestern. Yes. یعنی تازه یا ابتداءً. همکار شما چطور میپرسه؟ تازه دیروز؟ Erst gestern. اما چطور میگید؟ فقط یک کم. Nur ein bisschen. Nur. Sagen Sie. Bale, taze diruz be man gofte shud. Ja, man hat es mir erst gestern gesagt. Man hat es mir erst gestern gesagt. Versuchen Sie zu sagen, که پروژه بعدی من در کاناداست. Dass mein nächstes Projekt in Kanada ist. Dass mein nächstes Projekt in Kanada ist. تازه دیروز. Erst gestern. تازه دیروز به من گفته شد. Man hat es mir erst gestern gesagt. حالا فرض کنید یکی از همکاران شما رو به گردش دعوت میکنه. او چطور میگه؟ ما به یک گردش میریم خانم جکسون. Wir machen einen Ausflug, Frau Jackson. و ما دوست داریم شما رو دعوت کنیم. از کلمه gerne استفاده کنید. Und wir möchten Sie gerne einladen. Fragen Sie, گردش کی هست؟ Wann ist der Ausflug? Er sagt, در روز دوشنبه. اون یه روز تعطیله. Am Montag, das ist ein Feiertag. بگید که متاسف هستید. Es tut mir leid. Sagen Sie,
روز دوشنبه من در فرانسه هستم. Am Montag bin ich in Frankreich. Sagen Sie, dass Sie dort ein neues Projekt haben. Ich habe dort ein neues Projekt. تعجب میکنه و میگه آه که اینطور. آه یا؟ متاسفانه من اینجا نخواهم بود. Leider werde ich nicht hier sein. Er sagt, Bale, heili heif shud. Ja, schade. امیدوارم بتونید دفعه بعد بیایید. Ich hoffe, dass Sie nächstes Mal mitkommen können. Sagen Sie. Bale, man ham hamintur. Ja, ich auch. پایان درس 84